Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, ihr seht schon, der neue Brawler Gast kommt einfach mal in 30 Sekunden raus. Und wir werden ihn dann direkt versuchen, als erster weltweit zu ziehen, Leute. Bin auf jeden Fall mal ultra gespannt, wie das Ganze klappen wird und wie der Brawler dann eben auch sein wird. Ich werde ihn dann auch direkt hochpushen. Genau, also direkt, und dann werde ich ihn versuchen, sofort auf Rang 30 zu bringen. Es wird auf jeden Fall ultra krass, Leute. Lasst schon mal ein Like da und ein kostenloses Abo. Und ihr seht schon, er kommt jetzt in einfach mal 10 Sekunden raus, Digga. Oh mein Gott, ich bin gespannt, wie das dann jetzt hier aussehen wird. Ob auch in den Shop kommen wird als Angebot, das schauen wir dann jetzt auch gleich direkt mal. Aber ja, auf jeden Fall ist er jetzt draußen. Let's go. Ja, verfügbar in 0 Sekunden steht er jetzt. Und zum Freischalten Brawlboxen öffnen. Und wir sehen schon, Alter, lol, für 5 Euro ist er im Shop, lol. Okay, krass. Auch direkt mit so einem Pin, ne? Leute, auf jeden Fall, wenn ihr euch den Brawler holen solltet, wenn ihr nicht aus einer Box zieht, ne, dann gerne natürlich auch Creator-Code Lukas eingeben oder auch wenn ihr euch Juwelen aufladet oder Boxen kauft, auch im Shop oder wie auch immer, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Ist nämlich kostenloser Support und ihr unterstützt mich damit. Und ich würde sagen, Leute, wir gehen als erstes mal in den Brawl Pass, denn ich habe mir gedacht, vielleicht schaffen wir es ja, ihn aus einer kostenlosen Brawl-Box zu ziehen, also aus der kleinsten Box. Das wäre natürlich ultra krank, weil ich habe es schon sehr lange nicht mehr geschafft, hier draußen Brawler zu ziehen. Und man hat ja immer nur sehr wenige davon, ja, in jeder Season von diesen kleinen Brawlboxen. Oh, jetzt habe ich außersehen eine Big Box geöffnet, das wollte ich sogar gar nicht. Aber, okay, aus dieser kleinen Brawlbox hat es auch nicht geklappt. Wir haben noch ein paar übrig, okay. Und hier haben wir noch 20 Juwelen, die nehmen wir natürlich auch mit. Und nochmal hier die kleine Brawlbox. Okay, er lässt schon auf sich warten, Leute. Weil er ist ein super Seltener, er ist eigentlich ultra easy zu ziehen. Aber natürlich aus den Mini-Brawl-Boxen, ja, ist das schon sehr schwer. Oh, schon wieder ein Gear-Token. Digga, aber Gear-Token habe ich jetzt hier oft rausgezogen. Alter, schon wieder, Junge. Mann, gönn doch den Brawler, Alter. Das wäre auf jeden Fall sehr krass gewesen. Hätten wir ihn aus so einer Brawl-Box gezogen. Gönn. Ah, nee, immer noch nicht. Okay. Ich muss mal gleich die Wahrscheinlichkeit nachgucken. Das interessiert mich nämlich sehr, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, Gas zu ziehen. Ja, hat auf jeden Fall nicht geklappt. Wir werden auf jeden Fall mal die Big Boxen, würde ich sagen, mal öffnen. Ja, weil ich glaube, also wir öffnen jetzt erstmal die, bevor wir jetzt die aufgesparten sozusagen anrühren. So, let's go. Oh mein Gott, lol. Digga, er braucht gerade länger, als ich dachte, um ehrlich zu sein, Leute. Alter, er braucht gerade wirklich länger, als ich dachte. Ich dachte so maximal 10 Big Boxen, dann haben wir ihn. Aber Alter, hä, Digga, der ist doch super selten. Was ist das denn jetzt? Okay, also irgendwie, ja, Digga. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, Leute. Schreibt mal rein, wie viele Boxen ihr gebraucht habt, um Gas zu ziehen. Aber gerade, ja, bin ich ein bisschen verwirrt, ne? Weil, Alter, schau euch das mal an, wie viele Boxen ich brauche für Gas. Lol, der ist super selten. Hä? Digga. Okay, wir können auch hier die alternative Belohnung einfordern. Lol. Bruder! Bruder! Digga, what? Hä? Junge, ey, das kann doch gar nicht sein. Ich glaube, das ist noch verbuggt, oder? Also, ich glaube, das ist noch verbuggt, dass ich den noch gar nicht ziehen kann. Weil sonst... Ja! Let's go! Da ist er, Leute! Junge, ich dachte schon, hä? Das kann gar nicht sein, aber... Da haben wir auf jeden Fall den neuen Brawler Gast gezogen. Let's go, Leute. Sehr, 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 sehr krank. Aber wir werden den jetzt auf jeden Fall natürlich noch hochpowern auf Power 11. Ihr wisst es, Leute, ne? Das wird auf jeden Fall natürlich dezent teuer. Und wir können jetzt wieder Pinpacks auch öffnen. Ja, Mann. Lol. Und auch ein episches Danita-Pin. Ein epischer Danita-Pin, okay. Sehr, sehr geil. Alter, alleine jetzt, ja, das wird auf jeden Fall extrem heftig. Und, ah ja, genau, hier Gas, die Powerpunkte geben natürlich direkt, ne. Das wird jetzt sehr heftig, den ohne die Powerpunkte hier im Brawl Pass auf Power 11 zu maxen, Leute. Weil, ihr müsst ja überlegen, okay, wir öffnen, ah, jetzt können wir keine Pins mehr öffnen. Ja, weil das Ding ist, wir brauchen jetzt natürlich enorm viel. Und Alter, hier haben wir direkt kranke Angebote. Was sind das für Angebote, Junge, lol. Alter, what? Oh mein Gott, sind das kranke Angebote, Digga, 1500 Powerpunkte. Okay, Leute, ich glaube, wir holen uns dann direkt mal das hier für 10 Euro, das Angebot. Digga, das ist ja übelst heftig. Ich glaube, ich kaufe jetzt einfach mal den Shop leer, ne? Digga, das ist ja echt komplett krank. 1500 Powerpunkte in einem Angebot. Da sagt man nicht nein, natürlich, ne?
So, Bestätigung, kaufen. Junge, wie wird das jetzt aussehen? Also, das sind ja übelst viele Powerpunkte, oder bin ich jetzt lost? Alter. Junge, plus 1500, übertreibt komplett. Übertreibt doch komplett. Also für wie viel reicht das denn jetzt? Okay, wir haben jetzt gerade ja nach Seltenheit sortiert und boom, wie viele Powerstufen sind das? Okay, bis Power 9 hat das einfach mal gereicht. Das ist komplett krank, Digga, ne? Und jetzt gönnen wir uns, würde ich sagen, dann nochmal, ja, das mit 5-mal Wert, das mit den Powerpunkten auch noch. Digga, also no joke, ich muss sagen, das sind sehr gute Angebote, ne? Zum Glück auch. Weil sonst hätte ich jetzt bestimmt 200 Euro, würde ich mal sagen, gebraucht, um ihn komplett hoch zu powern sozusagen. Darf man ja nicht vergessen, ne? Kauf war erfolgreich, Leute. Und zack, und da gehen auch nochmal die Powerpunkte auf ihn drauf. Das war das Angebot jetzt. Und jetzt würde ich sagen, holen wir uns natürlich nochmal das hier mit diesen Powerpunkten. Für 2-mal wäre das ja auch okay, Leute. Digga, wir kaufen jetzt einfach gerade den ganzen Shop leer. Das war's wirklich komplett an der Stelle, Leute. 4,99 Euro kostet das. Ich muss immer kurz ausblenden, natürlich, damit ihr meine Daten nicht seht. Und Leute, kaufen. Bin mal sehr gespannt. Und ja, natürlich müssen wir dann immer noch Boxen öffnen für seine Star Power und so weiter, ne? Aber, Digga, auch das hat immer noch nicht gereicht. Wir haben jetzt auch hier einen epischen Pin einzeln nochmal im Shop. Den kaufen wir uns jetzt auch nochmal. LOL, Alter, wie heftig ist dieser Pin, Digga. Und jetzt haben wir auf jeden Fall auch nochmal hier die Angebote. Wir kaufen uns nochmal das für 20 Euro, würde ich sagen, das Angebot, ne? Das haben wir zum einen nämlich die Gems und noch die beiden Pins. Ja, wir kaufen jetzt einmal wirklich den ganzen Shop leer, Digga. Das ist mir jetzt echt komplett egal. Digga, Bestätigung auf jeden Fall. Ihr wisst Bescheid, Freunde. Und dann einfach nochmal zack. Wir haben die Juwelen am Start. Und einmal diesen Epic Pin und einmal diesen Epic Pin. Sehr geil. Abgelaufen steht jetzt hier. Und jetzt können wir natürlich dann auch nochmal das Angebot kaufen für 10 Euro, Digga. Wegen den Pins, ne? Ich hole das eigentlich nur wegen den Pins gerade. Und ich meine, wegen den Gems ist es natürlich auch eine gute Sache, so. Ist jetzt nicht ein geisteskrankes Angebot jetzt, die beiden, aber es ist auf jeden Fall machbar. Und ich würde sagen, Leute, gönn, gönn, gönn. Schnell, dann haben wir auch nochmal hier die Pins am Start. Dann haben wir auch komplett Full Pins, glaube ich, jetzt schon für ihr Gas, wenn ich jetzt richtig liege. Das ist jetzt auch abgelaufen und jetzt würde ich sagen, schauen wir nochmal, wie weit wir ihn hochpowern können direkt. Ah, nee, gar nicht null, okay. Das ist auf jeden Fall ab, also so ein bisschen unlucky jetzt. Aber wir kriegen ja jetzt gut Powerpunkte für ihn. Und damit die Star Power schon mal für ihn. Let's go. Wichtig, Digga. Und Alter, 170 Powerpunkte ist natürlich Mashallah. Und nochmal das Gadget haben wir jetzt auch nochmal für ihn. Sehr, sehr geil. Das war richtig lucky. Und damit können wir ihm jetzt auf jeden Fall die Powerpunkte geben. So, jetzt schauen wir nochmal, wie weit wir bei ihm sind. Wir haben jetzt auf jeden Fall einmal Power 10. Okay, und wir haben auf jeden Fall beide, ja, Sachen für ihn gezogen. Aber Leute, das reicht mir nicht. Ich möchte jetzt auf jeden Fall die 15-mal Megabox nochmal öffnen, um ihn auf Power 11 zu maxen. Genau, weil Leute, ihr wisst ja selbst, ich mache das jedes Mal, jeden Brawler direkt Power 11 maxen, ne, damit ich ihn optimal pushen kann. So, gönn, Digga. Uiuiui, da sind wir einmal durch und geben natürlich, lol, wo ist er denn jetzt? Ist er ganz unten? Ah ja. Oh, dieser Brawler verfügt über die bereits maximale Anzahl an Powerpunkten. Jetzt kann ich niemandem Powerpunkte geben. Jetzt muss ich Brawl Stars schließen, Digga. Haha, Junge, okay, das war's komplett. Ja, bisschen verbuggt jetzt gewesen an der Stelle, aber ist okay. Sollten wir auf jeden Fall ja trotzdem, so, sollten wir jetzt trotzdem, glaube ich, bei dem Brawler, ja, Power 11 haben. Nice, sehr schön, Power 11, wir haben Full Pins außer einen, okay, außer einen Pin. Und jetzt natürlich noch alle Gears Level 3, ne, ihr wisst es, Leute. Und dann sind wir auch maxed out mit dem neuen Brawler Gus. Digga, es hat länger gedauert, als ich dachte, ne, ihn zu ziehen erstmal. Und dann natürlich auch die ganzen Sachen freizuschalten. So, zack, okay. Und dann machen wir einmal Speed und einmal Damage. Und dann würde ich sagen, sind wir full. Und wir gehen in eine Solo-Showdown-Runde rein mit dem neuen Brawler Gast. Und dann, ja, testen wir ihn jetzt einfach mal das erste Mal aus. Nicht schlecht, Freunde, würde ich mal sagen. Und ja, gleich werden wir ihn dann auch direkt pushen, natürlich, Leute. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott, Alter. Wir sind am Start mit dem neuen Brawler Gast Power 11, Digga. Oh, Digga, ich muss mich jetzt erstmal an ihn gewöhnen. Ho! Digga, okay. Also er hat nochmal übrigens einen Damage-Boost bekommen. Also er wurde nochmal
verbessert, bevor, also in den Balance Changes jetzt, ne, bevor er sozusagen rauskam. Und Alter, da habt ihr den Heal auf jeden Fall nochmal gesehen am Ende. Okay, also jetzt haben wir natürlich die Ulti, die können wir jetzt zum Beispiel, wenn wir sie brauchen, auf uns machen, weil jetzt, wir brauchen sie ja quasi, ah, jetzt ist so ein Geist da, wir brauchen sie jetzt quasi nicht für unsere Mates in Solo-Showdown, das ist ja klar, ne? Okay, und jetzt machen wir mal auf, oh, auf uns das Schild, Digga, okay. Ah, lol. Digga, okay, ich muss sagen, man muss sich erstmal an den Brawler gewöhnen. Aber das Ding ist, er ist halt auf gar keinen Fall ein Solo-Showdown-Brawler. Das dürft ihr nicht vergessen, Leute. Also bitte pusht diesen Brawler in 3 vs 3, kann ich euch nur empfehlen. So, wir nehmen uns den Heal aber mit und haben die Runde gewonnen, Leute. Lasst auf jeden Fall ein Like, dann kostenloses Abo und freut euch auf den Rang 30-Push. Ich würde sagen, damit bin ich raus und ciao, ciao.